Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Hier ist die Andrea von Stempel & Co. Und heute gibt es eine schnelle Karte, eine Resteverwertung mit dem Pinguin. Also ihr braucht wirklich ganz, ganz wenig. Diese Abschnitte habt ihr mit Sicherheit in eurer Restekiste. So geht es mir zumindest immer. Dann habe ich jetzt nur die Stanze verwendet. Vom Stempelset selber habe ich nur den kleinen Spruch zum Geburtstag, denn man kann mit der Stanze auch prima aus dem Designpapier ausstanzen. Das zeige ich euch natürlich. Ich habe eine Grundkarte vorbereitet in 21x14,8 bei 10,5 gefalzt. Dann hatte ich so einen Abschnitt in Abendblau und noch ein Reststück angepasst von der Breite, dass es oben drauf passt. Also hier könnt ihr praktisch variieren. Ihr seht, ich bin auch hier nicht ganz gleich, also wie gesagt, wirklich Reststücke verwenden. Und aus dem Designpapier können wir uns den Pinguin ausstanzen. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier so ganz grob, schneide mir um die anderen Tierchen herum, da ich die bestimmt auch noch nutzen möchte. Das heißt, ich muss von unten in die Stanze. Und schneide mir den Eisbären einfach raus. Dann komme ich schön um das Ganze rum. Hätte ich gar nicht gebraucht. Ich habe jetzt falsch rumgeguckt. Seht ihr mal? Passiert. Egal. Es passt ganz perfekt. Ihr legt ein. Ihr stanzt aus. Den Fuchs können wir uns auch noch ausschneiden mit der Hand. Genauso wie den Eisbären. Schieben wir jetzt zur Seite. Und ich hole mir meine Grundkarte. Hole mir Flüssigkleber. Klebe mir diese zwei Streifen erstmal zusammen. Papier ist aus der SAB, also das könnt ihr euch schenken lassen. Dann klebe ich mir die auf. Die habe ich auf 14,8 zugeschnitten, wie meine Grundkarte ist. So, und auch hier einmal Flüssigkleber. Dann platziert ihr euch das, wo euch das gefällt. Gleiche Höhe, also dann könnt ihr gucken, dass es richtig schön gerade liegt. Dann haben wir noch im Sortiment diese schönen Schneeflocken. Die könnt ihr euch einfach auslösen. Dann mache ich mir dann auf der Rückseite einfach eindimensional. Setze mir die Schneeflocke auf. Den Stempel zum Geburtstag habe ich mir schon aufgezogen. Stempel ich in Anthrazit. Einfach hier unten in die Ecke. Und jetzt klebe ich mir noch meinen Pinguin auf und dann ist die Karte nämlich auch schon fertig. Also ich hole mir praktisch hier einfach Dimensionals. Einmal. Zweimal. Die setze ich mir jetzt auf die Schneeflocke auf. Und das war's dann schon. Also man kann Designpapier ganz toll für schnelle Karten verwenden, wenn es einfach so schön zum Ausstanzen geht. Einmal oben aufgesetzt. Natürlich mit dem Falzbein am Rand entlang. Und ihr seht, ganz schnell, einfach, aber trotzdem schön. Und ihr habt euer Restpapier gut verarbeitet.
Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss.